ganz vergessen. Review. Servus, grüßt euch. Das ist der Helicontex Raccoon MK2, mein neues Daypack. Und wenn ihr mehr wissen wollt, bleibt dran. Fangen wir mal mit der Rückseite an. Ist hier gepolstertes Mesh am Rücken. Bei den Tragegurten auch gepolstertes Mesh. Eine Verstärkung ist im Rückenteil drin, wahrscheinlich aus Kunststoff. Dann haben wir hier mehr Schlaufen. Plastikösen sind da dran. Also in diesen Schlaufen, da kann man dann zum Beispiel eben jetzt hier wie das Techlock das Messer befestigen. Ein Brustgurt ist vorhanden, ist sehr wichtig. Ja, normale Verstellmöglichkeiten. Kann man auch dann den überflüssigen Gurt einfach zusammenrollen und zusammenkletten. Dann hängt das nicht so rum. Und hier gibt es dann noch eine Schnellöffnungsversion bzw. Mechanismus. Also das ist ein Clip. Da kann man den ganz schnell ausziehen mit dem Rucksack, wenn man das muss oder möchte. Dann haben wir hier die Kompressionsgurte für die Seite. Und an der Seite unten ist auch noch jede Menge Molle. Auch ein Kompressionsgurt nochmal unten. Der ist aber nicht abnehmbar, den kann man bloß verstellen. Ganz unten dran haben wir dann noch einfach nochmal Schlaufen für eine Unterlegmatte oder was weiß ich, was ihr da tragen wollt, Tarp und so weiter. Ganz unten befindet sich eine Öffnung, sodass Flüssigkeit ablaufen kann. Die Vorderseite hat jede Menge Molle, das war mir auch sehr wichtig. Und dieses Band hier, diesen Expander, Gummiband. Da kann man noch mal eine Jacke oder Stativ befestigen. Die Reißverschlüsse gehen relativ leicht, also wirklich sehr leicht, wenn man jetzt die Beine hier schiebt. Geht auch wunderbar, da verhakt sich nichts. Kann man so aufziehen und da sieht man auch schon gleich, wie der von innen aussieht. Der hat hier mehrere Fächer, kleine Organisationsfächer. Mit Klettverschluss ist das hier befestigt, da habe ich jetzt Tempos drin. Hier für Kugelschreiber vielleicht, Taschenlampe einhängen. Da hinten auch mit Klettverschluss nochmal. Eine große, also größere Tasche, nicht besonders groß. Hier gibt es keine Tasche mehr. Und das war es dann auch so. Ganz einfaches Fach, kann man sagen. Hinten das Fach. Auch interessant. Da haben wir zum Beispiel hier den Sack. Da geht eine 2 Liter Trinkblase locker rein. Und dafür ist auch da die Öffnung für den Trinkschlauch. Habe ich schon gemacht. Hier ist ein großes Mesh. Eine große Mesh-Tasche, passt eine Menge rein. Ich habe jetzt hier Handschuhe drin, ein bisschen Kleingerusch. Wie ist der Helicontex Raccoon MK2 jetzt im alltäglichen Einsatz? Also ich finde ihn recht gut, er ist gut gelungen, er ist gut verarbeitet, die Reißverschlüsse gehen gut, er trägt sich bequem. Ich habe schon bequemere Tragesysteme gehabt, aber das sind natürlich auch andere Preisklassen und die Rucksäcke sind auch größer gewesen. Diese 20 Liter sind für mich jetzt für einen Daypack oder Tagestouren-Rucksack eigentlich ideal. So kann ich mal einen Tarp mitnehmen oder auch eine Regenjacke noch oder vielleicht eine Fließjacke. Finde ich super. Bleibt bei mir im Einsatz jetzt die nächste Zeit. Mit dem Molle-System ist man auch gut bedient. Ich würde ihn empfehlen. Muss ich ganz ehrlich sagen, wer jetzt noch einen Rucksack sucht, kann da einfach zugreifen. Da habe ich kein schlechtes Gewissen, wenn ich den jetzt weiterempfehle. Ich habe unten den Link reingesetzt, wo ihr den kaufen könnt, beim Army Online Shop wieder. Und wenn ihr Abonnenten von meinem Kanal seid, könnt ihr euch auf mich berufen, dann kriegt ihr 10% Rabatt. Ich hoffe, das ist ein schönes Angebot. Das war es auch schon von dem Überblick, von dem Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns hier auf meinem Kanal wieder in der Natur draußen. Macht es gut, bis dann, servus, ciao.